Und damit herzlich willkommen zu Alarmstufe Rot 3. Wir gehen gleich weiter in die nächste Mission. Gucken wir uns doch an, was jetzt unsere Aufgabe ist. Mein Großvater war ein Kosak. Und wir Kosaken sind nicht so leicht zu erledigen. Ich bin erfreut, dass Sie wohlauf sind. Danke, Dasha. Es ist herrlich, am Leben zu sein. Ich wollte eben unseren Kommandanten beglückwünschen zu seiner letzten Operation. Die Krise ist abgewendet und die kostbare Waffentechnologie ist jetzt in sowjetischen und damit besseren Händen. Ich weiß, Sie müssen sich ausruhen, aber hören Sie, die alliierten Truppen in Europa haben sich zurückgezogen in ihre Luftwaffenbasis in Island. Danke, Dasha. Es wird Zeit, Europa endlich von den Alliierten zu befreien. Sie werden mit allen Mitteln, die Sie haben, Ihre Basis verteidigen. Ich schicke Ihnen General Krukow, der Sie unterstützen und Ihnen helfen wird. Ach nein. Und während Sie die kapitalistische Bedrohung ein für alle Mal stoppen, werde ich mit unerbittlicher Härte gegen den inneren Feind vorgehen. Nicht Krukow, nein. Alles nur nicht ihn. Die alliierten Europatruppen sind in ihrer Luftwaffenbasis auf Island. Es ist ihre letzte in Europa. Aber sie ist gut bewaffnet und wird abgeschirmt von der gewaltigen alliierten Luftwaffe. Der General trifft in Kürze ein und wird ihnen Hilfestellung geben. Sie können mit Hilfe des Eisernen Vorhangs ihren Panzerverbänden optimalen Schutz bieten. Führen Sie unser Land zum Sieg, Kommandant. Die von Essling Airbase ist das letzte wichtige alliierte Ziel in Europa. Ihre Zerstörung würde ganz Europa aus dem Würgegriff der Alliierten befreien. Ihre Mission ist einfach. Finden und zerstören Sie die von Essling Airbase. Aufgrund ihrer Wichtigkeit wird General Krukow auch diese Operation vor Ort überwachen. Viel Glück, Genosse Kommandant. Sie werden es brauchen. Dankeschön. Vor allem, wie Krukow da weiß, brauche ich es immer. Und wir haben Oleg mit dabei. Yay. Sie brauchen jede Hilfe, um die Alliierten zu besiegen. Diese Extra-Credits ermöglichen Ihnen, schneller eine Armee auszuheben. Ungeeigneter Bauplatz. Was sechs Credits. Neues Einsatzziel erhalten. So, die beiden sollen wir zerstören. Grün ist mein Freund. Wenn das vorbei ist, dann wird Europa ein Teil der Sowjetunion sein. Gut, mein Freund. Zeit aufzubrechen. Ich halte Ihnen den Rücken frei. Wird gebaut. Okay, die Mission kenne ich noch. Ja. Brauchen Sie einen Ingenieur? Wie spät ist es? Oh Gott, ich weiß ganz genau, was passiert. Und das wird uns nicht gefallen. Da können wir schon. Okay. Bis ins Letzte gehen. Magnetsatellit bereit. Können wir sogar schon gehen bis zum ultramagnetischen und dann magnetischer Sekundär. Zeigen Sie magnetische Turbulenzen, die Fahrzeuge erbarmungslos anziehen. Oh. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Oh Gott, ich weiß ganz genau, was passiert. Wenn Krukow ankommt. MiG bereit für Erkundungsflug. Das wollen wir nicht. Wird gebaut. Sei versuchen wir. Feindliche Einheiten entdeckt. So wie möglich zu. MiG bereit für Erkundungsflug. Nimm das. Eine Einheit wird angegriffen. Hey. Scheiße. Hallo, Commander. Tja, wie Sie sehen, ich bin wieder da und Achtung, diesmal sind Sie fällig. Unterbrochen, abgebrochen. MiG bereit für Erkundungsflug. Ja, wird angegriffen, ist es schon. Bau abgeschlossen, wird gebaut. MiG bereit für Erkundungsflug. Das war der eiserne Vorhang. Mein eiserner Vorhang schützt Einheiten. Unsere eigenen, glaube ich. War das, oder? Ja, müsste. Unser Verbündeter wird angegriffen. Geh weg. Kusch dich. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. So. Auf und jetzt haben sie aber auch mal
effektivere Lufteinheiten. Schlachtfeld erweitert. Wird gebaut. General Krukow ist eingetroffen, um die Operation persönlich zu überwachen. Wird Nein. gebaut. Feindliche Einheiten entdeckt. Bin bereit für Erkundungsflug. Als rangältester Kommandant dieser Operation übernehme ich jetzt all ihre Ressourcen. Schließlich sind wir doch Waffenbrüder. Einer für alle für einen, oder? Bin bereit für Erkundungsflug. Genau das meinte ich. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Das ist einfach so ein Arschkeks. Ausbildung. Mig bereit für Erkundungsflug. Eine Einheit wird angegriffen. Dann macht er nicht mal wirklich irgendwas. Hauptquartier? Wer will Ärger mit mir? Geh mal zurück. Brauchen Sie einen Ingenieur? Ja, ich bräuchte einen Ingenieur. Ich war früher Professor. Kein Problem. Feindliche Einheiten entdeckt. Brauchen Sie einen Ingenieur? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Repariert. Ich glaube, unser gesamtes Gehälter, ja. Die Union nimmt sich, was sie will. Feldingenieur. Der geht in den... Kein Problem, ja, okay. Für jemanden wie mich. Tja. Das war's mit der Reichheit. Bau abgeschlossen. Die wir hatten. Neue Bauoptionen. Ah. Ausbildung. Kannst du Gebäude angreifen? Brauchen Sie einen Ingenieur? Ja, ich übe gerne. Einmal da rein. Das könnte nützlich sein. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Alter, hört auf, meine... Repariert. Mein Bordturm anzugreifen, das geht ja mal Feindliche gar nicht. Feindliche Einheiten entdeckt. Wird gebaut. Kann ich mal Verteidigung bauen? Sowjetische Lufthoheit. Bordturm erobert. Feindliches Gebäude erobert. Nein. Verloren. Kriegs. Unser alles unter Kontrolle. Minimanflug. So wirst du nicht repariert. Bau abgeschlossen. Gibt's irgendwas zum Reparieren? Reparatur von... Achso, von Fahrzeug. Ja, ja. Unser Stützpunkt Stimmt, die haben auch noch Fahrzeuge repariert. Das war's. Eine Einheit wird angegriffen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Rüstgeschwindigkeit. Feindliche Einheiten entdeckt. Rüstgeschwindigkeit, ja. Rüst, nicht höchst. Rüst. Ah. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Wird gebaut. Na dann. Für den Platz. Bau abgeschlossen. Eiserner Vorhang bereit. Ja, noch nicht. Schütz sämtliche Ziele. Ziel wählen. Ja. Und alles. Alles würde geschützt werden. Außer Flugeinheiten. Weil die sind in der Luft. Außer sie sind Feuer am Boden. Feindliche Einheiten entdeckt. Die Luftwaffe des Volkes. Geht mal zurück. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Zurück. Und... Nein, war klar. Es war so klar. Ja. Wir sind der Wille der Sowjetunion. Alle Waffen bereit. Kann ich nicht einfach so angreifen? Dann macht ihr alles badaboom. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Das wäre schön. So ein badaboom ist schön. Und dann nehme ich dir alle die Ressourcen wieder weg, weil das einfach nur ein Arschloch ist. Inspektion abgeschlossen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ich weiß, dass angegriffen wird. Feindliche Einheiten entdeckt. Unzureichende Mittel. Aber der macht nichts dagegen. Das ist das Schöne. Twinblade-Inspektion abgeschlossen. Twinblade-Inspektion. Noch kann ich ihn ja einfach dazu sagen. Ja. Ziel wählen. Gib mir. Dankeschön. So. Mein Flugzeug bitte auch? Scheiße. War nicht schnell genug. Njom. Wird nur 50 Jahre dauern. Unser Verbündeter wird angegriffen. So. Hauptquartier, der Himmel gehört uns. Feindliche Einheiten entdeckt. Bin im Anflug. Na, kommt her. Unser Verbündeter wird angegriffen. Nein, nicht zu weit. Okay. Nevermind. Sowjetische Lufthoheit. Komm mal zurück. MiG-Pilot ist bereit. So. Und ihr werdet... Da von den Gebäuden jetzt rippen. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Das ist schon unser Verbündeter. Ja. Wir haben dieses Krebsgeschwür entdeckt, Genosse Kommandant. Der Verräter ist General Krukow. Er ist der dreckige Swallowch, der verantwortlich ist für den gemeinen Anschlag auf mein Leben. Schneiden Sie das Geschwür heraus. Vernichten Sie ihn, bevor er uns vernichtet. Uns alle. Was soll das denn? Wieso greifen Sie mich an? Sie wollen kämpfen, wirklich? Mit mir? Ich werde Sie vernichten, ist das klar?
Ich wusste ganz genau, dass nämlich das passiert. Bonusziel erhalten. Der Premierminister hat den Bau von Kirov-Luftschiffen autorisiert. Also Krukow ist ein Verräter. Sowas dachte ich mir. Na los, mein Freund. Jetzt holen wir uns diese Ratte. Unser Verbündeter wird angegriffen. Jetzt haben wir zwei Feinde, Alter. Nimm das. Geht immer gar nicht. Der Premier hat sich klar ausgedrückt. Krukow ist ihr neues Ziel. Eine Einheit wird angegriffen. Unzureichende Mittel. Feindliche. Ja, und jetzt hat er unten alles zerstört. Die beiden U-Boot-Türme. Naja. Ah, guck mal. Kirov-Schiffe. Luftschiffe. Sind nicht mehr ganz so tanky wie im ersten Teil, wie im zweiten Teil. Da waren sie wirklich krass. Roter Himmel. Roter Himmel? Nein. Da hat man. Alter. Warum hat dabei genau in diesem Blick meine Stimme versagt? Kirov meldet sich zum Dienst. Eine Einheit wird angegriffen. Ja. Sie jagen mich! Ja, dann geh doch zurück. Hau ab! Feindliche Einheiten. Wir dienen der ruhmreichen Union. Mich hat erwischt. Lande doch hier. Da ist ein Platz frei. Idioten. Warum macht ihr das dann auch so dämlich? Moment, was? Bekämpfen sie sich jetzt gegenseitig? Ja, anscheinend. Warte mal. Hallo, kann ich... Unzureichende Mittel. Darauf. Das wird witzig. Und das dort, okay. Ich mache Premierminister Stolz. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Magnetsatellit bereit. Ah, cool. Ziel wählen. Nein. Ihr könnt nicht entkommen, haha. Oh, ihr konntet doch. Feindliche Einheiten entdeckt. Okay, da ist mein Ölbohrturm wieder weg. Oh, zwei Feinde, ist so kacke. Ah. Verbündeter wird angegriffen. Ich bin heute spendabel. Sehr spendabel anscheinend. Und es sind lauter Flaggen. Ein neuer Kurs. Sehr wohl. Habe ich einfach von unten an. Ach, ich hätte die ganze Zeit upgraden können. Oh. Orbitalschauer bereit. Na. No. Ziel wählen. Darauf bitte. Mach mal bumm. Kirov meldet sich zum Dienst. Eine Einheit wird angegriffen. Macht ordentlich Schaden. Kirov meldet sich zum Dienst. Die Luftwaffe des Volkes. Boden. Einheit verloren. Wo ist der Feind? Ah. Okay, dann wohin ihr beide. Jetzt? Ah, Kirovs haben noch eine Fähigkeit. Gastrobrenner. Erhöht die Höchstgeschwindigkeit deutlich, gleichzeitig schwächen die instabilen Chemikalien allerdings die Rumpfintegrität. Das heißt. Sie sind schon wesentlich schneller, ja. Kennen wir uns. Allerdings, ja. Wie gesagt. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja. Schädigt ordentlich. Wunderbar. Und sind immer noch. Sau stark. Wenn die irgendwas treffen, dann ist das sehr schnell. Oh, kein Strom mehr. Oh, ach, deswegen versucht er das zu bauen. Ah. Wir sehen uns dort. Die Frage, reicht? Ach, scheiße, einer hat gereicht, okay. Ich will die nicht unbedingt schneller machen. Obwohl das effektiver wäre. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Repariert. Unterbrochen, abgebrochen. Bildet man am besten nur einer aus. Es bringt nichts, wenn mehrere ausbilden. Ist das ein Flak? Das ist ein Flaggi. Habe ich jemanden übersehen? Ziel wählen. Ist die Frage, macht Eisener Vorhang immer noch. Wir warten dort. Infanterie instant tot oder ist das komplett weg? Alter, wie viele die hier haben? Eieiei. Kirov meldet sich noch einer. Einfach dazwischen irgendwie angreifen. Wird angegriffen. Die müsste schon vorher anfangen abzuwerfen, oder? Sie sind das einer wird angegriffen. Naja, anscheinend nicht. Wunderbar. Bumm. Bumm. Wir sehen uns dort. Unzureichende Mittel. Sie ja, wir sehen uns dort. Na, versuch doch was Neues zu bauen. Oh. Gibt's nicht. Tschüss. Was haben wir denn hier? Das ist die Frage. Werden Flugeinheiten davon auch irgendwie betroffen oder. Kirov meldet sich zum Dienst. Ja, werden sie. Scheiße. Ein neuer Kurs. Eine Einheit wird angegriffen. Aber jetzt sollten sie komplett keine Energie mehr haben. Begrüßen wir sie. Und schön, dass du genau den angreifst, der auf Feld ist. Und er fährt natürlich zurück. Riecht ihr das?
Was für... Kennen wir uns? Wo ist meine Eskorte? Was haben Greif wir an. Denn hier? Na, oh, danke schön. Jetzt haben sie natürlich noch Feuerbomben. Ich habe etwas für den Feind. Hau ab, hau ab, hau einfach ab. Lass mich in Ruhe. Schwein gehabt. Wir warten dort. So. Sehr gut. Die sind wir los. Habt ihr eigentlich die leiseste Ahnung, wer zu eurem Team gehört? Nein. Peinlich. Ja, danke schön, dass du... Schlachtfeld erweitert. Supermagnetischer Satellit bereit. Proton-Collider. Die Airbase wurde in Alarmbereitschaft versetzt. Gehen Sie vorsichtig vor. Krukow macht uns wieder mal den Ruf streitig. Er ist kein Nationalist. Er mahnt er nicht. Die Alliierten haben ganz in der Nähe einen Protonen-Collider. Zerstören Sie ihn, bevor er das Feuer eröffnet. Eine Einheit wird angegriffen. Ja, war nicht klar, dass das wird. Feindliche ich dachte schon, entdeckt. Sie fragen Feindliche Einheiten entdeckt. Das ist Krukow-Verräter, ihre Arroganz ist warum geht jetzt da dahin? Sieht gut aus. Warum hat jetzt Strom wieder? Da. Verfluchter Verräter. Sie sind kein Soldat. Ja. Ihre Zeit wird kommen. Das verspreche ich. Krukows Armee ist zu Ihnen übergelaufen, Genosse Kommandant. Krukow ist tot, hurra! Du alter Narr, du wolltest es so! Wird gebaut. Unser okay. Stützpunkt wird angegriffen. Wenn das jetzt so ist, Verbündeter wird angegriffen. Dann freut's mich. Dann mal alle hierhin. Auch die Anti-Flugeinheiten. Eine Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Ja, dass ich immer wieder Einheiten verliere, das ist nichts Neues. Repariert. Da war ein Spion oder was war das? Ah, Kriegslabor. Kann ich ja Gebäude verkaufen. Das, was weniger verletzt ist, verkaufen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ach, ich brauch. Repariert. Okay. Dann da dahin noch eins. Feindliche Einheiten entdeckt. Repariert. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Unser Verbündeter wird angegriffen. Dann ihr. Macht Angriff, bitte. Aber ich würde sagen, das war es erstmal für die erste Folge. Wir sehen uns in der zweiten Folge, wenn wir dann den Rest dieser Mission machen. Sollte nicht mehr so viel sein, sollte nicht mehr so lange dauern. Hoffentlich. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Ciao. Und damit geht's weiter. Eine Einheit in der... Wie heißt die Mission? Missionsziele. Okay. Okay, kämpf weiter. Die, wir sind gegen Krukow-Mission. Geld, bitte. Geldprämie bereit. Überlassen Sie das mir. Flup, flup. Verstanden, Hauptquartier. Ey. Mal sehen, was Sie können. Geht aber gar nicht so, was ihr da macht. Nee. Der hatte Spaß beim Sterben. Verstanden, Hauptquartier. Was definitiv. Ziel wählen. Wie wär's, wenn ich... Einfach mal euch mitnehmen. Hallo, Sammler. Du kommst mir nicht. Ich schaff dich. Scheiße. Feindliches Kommando geortet. Greift der Fahles an. Bitte. Einfach alles zerstören. So. Kann ich noch? Das ist so knapp weg, nein! Die Union braucht Erz. Aktualisiere Frachtliste. Dann gehst du halt da rein. Verdammt. Wieso wurde ich da ein. Okay. Naja, warum auch immer. Na dann. Geht sterben, die Century Bomber. Wer will Ärger mit mir? Na dann, haut ab. Tschüss. Unser Verbündeter wird angegriffen. Bei den Rest sollten noch die jetzt schaffen. So, ein paar Twin Blades wollen wir noch. Und ihr könnt Kirov herstellen und. Ja, ihr weiter Twin Blades. Ah, der Klang der Zerstörung. Definitiv Zerstörung. Die können nicht Luft. Nee, können sie nicht. Ah. Schleudersitz ist noch nicht erfunden worden, tut mir leid. Sollte nicht warten, bis das Ding feuert. Schalten ja. Wir es aus. Solltet ihr nicht. Feindliche so. Ultramagnetisch. Da haben wir natürlich noch eine halbe Ewigkeit. Wie wär's mit Geld? Ihr seid Geld wert.
Verweigere den Feind. Ihr habt keine Chance. Eine Einheit wird angegriffen. Unzureichende Mittel. Jäger. Nicht gegen meine Kirovs. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wovon ich, wenn ich auch noch Mix dabei habe. Die dann gegen die Lufteinheiten sind. Kämpft ohne mich weiter! Ach ja, okay, von dir aus. Hallo? Ah, du verfolgst ihn. Der Ärmste wird von Snukirov verfolgt. Tut einem schon irgendwie so ein bisschen leid. Nur ein bisschen. Ah. Schön. Unzureichende Mittel. So, sollte es aber. Eine Einheit wird angegriffen. Alles klappen. Ihr seid alle RIP. Und zwar allesamt. Vor allem, wenn Kirovs die ganze Zeit noch so ein Level abkriegen. Okay. Schöner Fehler, aber. Sie verdienen keine Gnade. Es ist nun mal so. Kann man nicht anders verändern. Außer man tötet ihn, dann hat man es natürlich verändert. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Und dann noch ihr, die Basis. Ah, da ist auch noch was, okay. Feindliche Einheiten entdeckt. Eine Einheit wird angegriffen. Verstanden, Hauptquartier. Okay. Verbündeter wird angegriffen. Keine Lufteinheiten. Unzureichende Mittel. So. Oh, ihr habt euren Spaß. Ich kann die, ja, hier, ich kann die nicht dann. Ein Sammler wird angegriffen. Warum bauen die Alliierten in einem Ort wie diesem eine Basis? Weil sie es können. Machen wir einen Besuch. Wahrscheinlich wegen dem hier. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Der Klang der Zerstörung. Alter. Verbündeter wird angegriffen. Sieht gut aus. Oh, ist das schön. Drei Kirovs, Sternchen, Helden. Unser Verbündeter wird angegriffen. Auf mich ist Verlass. So. Der hat dann noch das da zerstört, ne? Ansonsten ist dann alles erledigt. Ihr schafft den Flugzeugträger dort, ja. Wow, der Spektrumturm, der wird mich aufhalten. Ziel wählen. Mal sehen, wie viel wert das ist. Auch wenn es nicht gerade nicht angezeigt wird. Alter, ihr seid. Das Ding hält was aus. Ist aber auch eine Superwaffe. Nicht mehr der Gewittersturm. Gute Arbeit, Kommandant. Glückwunsch, Sie haben ihn eliminiert, diesen feigen Verräter, General Krukov. Es ist in der Tat gut zu wissen, dass auf Sie Verlass ist. Wir haben die Alliierten und einen Verräter besiegt, an nur einem Tag. Was will man noch mehr, mein Freund? Vielleicht arbeiten wir ja eines Tages wieder zusammen. Orbitalschauer bereit. Okay. Das waren jetzt 5 Minuten. Okay. Dann hat ihn keine 2 Folgen, ist es nur eine Folge. Dann schneide ich das hinten ran. Yeah. Aber gut, dann war es das für die Folge, aber dann wirklich. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.